Wir machen ganz, ganz, ganz viele Videos zum Thema Feuerwehr, aber auch ein ganz wichtiges Thema ist das Thema Jugendfeuerwehr. Deswegen geht es in dem heutigen Video um die Jugendfeuerwehr, hier um die Jugendfeuerwehr in Mücke, was die Jugendfeuerwehr so macht und was so dahinter steckt, also bleibt dran. Die Arbeit der Jugendfeuerwehr wichtig ist und ich damals selbst bei der Mini-Feuerwehr angefangen habe als ganz kleines Kind, haben wir gedacht, wir begleiten mal die Jugendfeuerwehr und zeigen euch mal, was unsere Jugendfeuerwehr hier in Mücke so macht. Und ich sage euch, da ist einiges richtig Cooles dabei, denn es ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig, die Jungen schon von klein auf mitzunehmen, damit sie dann später mal eine ausgewachsene Feuerwehrkraft werden können. Deshalb schalten wir jetzt zur ersten Übung. Kommt mit! Jugendfeuerwehren Oberoben und Ruppertenroth stellen sich vor mit ihren Fahrzeugen und werden eine Einsatzlage, Verkehrsunfall abarbeiten. Jugendfeuerwehr Oberoben, den 19er, besetzen, aufsitzen. Weil ich gern Personen helfe. Ich find's cool, mit meinen Freunden bei der Feuerwehr zu sein und wir uns immer zusammen helfen. Ich bin bei der Feuerwehr, weil ich gerne Menschen helfe und ich bin auch in der Wasserwacht deshalb. Und ich mag das, wenn ich Menschen helfe und es macht Spaß da. Also wir kommen von der Jugendfeuerwehr Oberoben und uns macht eigentlich Spaß, dass wir den Menschen helfen können, dass wir denen was Gutes tun können und dass wir sehr viel darüber gelernt haben. Ich
bin bei der Feuerwehr, weil ich gerne Menschen helfen möchte und ich einen Vorsatz habe, dass ich jeden Tag eine gute Tat eben durchführen werde. Ich bin bei der Jugendfeuerwehr Oberohm, weil es mir einfach Spaß macht, bei der Jugendfeuerwehr zu sein und weil ich wahrscheinlich später auch noch in die Einsatzabteilung gehen werde. Ich bin bei der Feuerwehr Oberohm, bei der Jugendfeuerwehr, um genau zu sein. Einfach nur, weil es dieses Gefühl ist, dass man irgendetwas erreichen kann. Auch wenn man es sich zu seinem Beruf macht, dass man einfach helfen kann den Menschen. Ich bin bei der Feuerwehr, weil ich da viel Spaß habe und ich freue mich jede Woche drauf, wieder eine Herausforderung zu machen. Bei der Feuerwehr ist es cool, mit so schweren und starken Geräten zu arbeiten. Patient gerettet! Ich bin bei der Feuerwehr, weil ich hier viele Freunde habe. Aber wollen wir erstmal ein paar Fakten schaffen. Die Kinderfeuerwehr, die beginnt mit dem 6. Lebensjahr. Auch da habe ich damals als kleiner Knirps da hinten angefangen im Jugendfeuerwehrraum und habe hier gelernt, wie man mit dem D-Strahlrohr, da gab es da noch nicht, umgeht. Das geht bis zum 10. Lebensjahr und ab dem 10. Lebensjahr kann man dann die Jugendfeuerwehr wechseln und dort bleibt man dann in der Regel bis zum 17. und 18. Lebensjahr, je nachdem, ob man dann schon den Grundlehrgang macht, ob man die Leistungsspange hat und dann quasi zur Einsatzabteilung wechselt. Manch einer bleibt auch nur bis 18 in der Jugendfeuerwehr, der eine oder andere kommt nicht in die Einsatzabteilung, aber in der Regel ist es dann so, dass die Jugendfeuerwehrkinder sich dann natürlich freuen, wenn sie dann später von der Jugendfeuerwehr zur Einsatzabteilung wechseln können. In unseren Übungen üben wir meistens für die Wettkämpfe, Bundeswettkämpfe, mit den A-Teil und dem B-Teil. Der A-Teil ist ein Löschangriff mit Hindernissen, wie der Leiterwand oder der Hürde. Im B-Teil ist ein Staffellauf mit Hindernissen. Die Hindernisse sind ein Laufbrett, ein Schlauch zu wickeln, sich anzuziehen, einen Knoten zu machen und eine Leine zu werfen. Sonst haben wir noch Sachen gemacht, wie wir haben ein Zeltlager, wir haben einen BF-Tag. Wir machen Ausflüge, wie zum Beispiel einen Kletterpark, wir machen Abzeichen. Sonst haben wir Autos wie den EW, den LF, den HLF, den TLF, die DLK und den MTW. GLW haben wir auch noch. Beim HLF machen wir zum Beispiel auch die Fahrzeugkunde und gucken, welche Geräte auf dem Auto sind und besprechen sie, welche Funktion sie haben. Jugendfeuerwehr Mücke Niederohm vollzählig zum Wettbewerb angetreten. Jugendfeuerwehr Niederohm!
Jetzt habt ihr gehört, was unsere kleinen Kameraden hier von der Feuerwehr erzählt haben, warum sie gerne dabei sind und warum ihnen die Jugendfeuerwehr Spaß macht. Dazu wollen wir natürlich auch noch ein paar Worte verlieren. Wenn du zum Beispiel jetzt noch nicht bei der Jugendfeuerwehr bist oder dein Elternteil gerade zuschaut, dann wollen wir natürlich auch erzählen, warum es wichtig ist, zur Jugendfeuerwehr zu kommen. Zum einen natürlich für die ganze kindheitliche Entwicklung. Das heißt, soziale Bindung ist ganz wichtig, soziales Engagement. Wenn man das so einem Kind gleich schon von früh an mitgibt, dann bin ich ganz sicher, wird das für die spätere Entwicklung des Kindes ganz, ganz, ganz viel bringen. Natürlich ist es auch cool, wenn jetzt so ein Kind schon von früh auf lernt, wie setze ich richtig Notruf ab, wie mache ich erste Hilfe, was tue ich, wenn es brennt. Denn wenn wirklich was passiert, dann können auch die kleinen Helfer schon gut Hilfe leisten. Und es ist ganz wichtig, wenn die natürlich auch schon wissen, was zu tun ist. Wir werden jetzt eine kleine Übung machen, eine kurzfristige geänderte Übung. Was ist das für ein Auto? Jeder zieht mal ein Kärtchen, Gruppenführer fängt an und wir gehen druckweise. Dürfen wir den Namen sehen? Ihr könnt da schon mal reinlunzen, was ihr für einen Buchstaben habt. Ein E. Fällt dir was ein, was da auf dem Fahrzeug mit E anfängt? Kannst du mal rundherum laufen, nimm dir Hilfe, du hast Kameraden, die können dir helfen. Also wenn jemand was gefunden hat, kannst du mal ruhig sein. Oder betrachtet einfach mal das große Ganze. Jetzt haben wir da einen Verteiler. Wie nennt man den denn eigentlich? Also, der Unterschied ist auf jeden Fall bei dem, wenn du den Trichter komplett aufdrehst, immer eine halbe Drehung zurück. Dadurch kannst du das Wasser immer wieder zudrehen. Das hier ist aus. Dann haben wir einmal den Sprühstrahl und einmal den Vollstrahl. Als ich angefangen habe, das war natürlich bei der Bimi-Feuerwehr. Das war natürlich erstmal interessant, das war am Ort, konnte man schnell hin und es hat einfach Spaß gemacht. Und inzwischen mache ich auch meine Leistungsspanne und natürlich geht es noch irgendwann darum, wirklich dann mal in Feuer reinzurennen oder halt einfach mal zu löschen, Menschen zu helfen. Macht auch Spaß, ein bisschen im Feuerwehrauto schauen, was ist wo. Das ist auch immer mal im Einsatz dann später gut zu wissen, wo was ist. Und Schläuche ausrollen muss man können. Das ist einfach essentieller Bestandteil, wenn man bei der Feuerwehr ist. Natürlich ist es auch ganz wichtig für unsere Nachwuchsgewinnung in der Einsatzabteilung, die Jugendfeuerwehr mit einzubeziehen. Denn wenn natürlich aus der Jugendfeuerwehr die Kinder danach rücken in die Einsatzabteilung, ist es natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt für die Nachwuchsgewinnung. Deshalb ist eine starke Jugendfeuerwehr enorm wichtig für die Zukunftssicherheit einer solchen Feuerwehr hier. Deswegen ordentlich Werbung machen für Jugendfeuerwehr, damit die Einsatzabteilung später hier dann auch neue Helfer gewinnen kann. Jugendfeuerwehr sein! Grillhütte brennt, vermisste Person, Wasserentnahmestelle Unterflurhydrant, Angriffstrupp im ersten Rohr zum linken Brandabschnitt vor, vermisste Person finden. Thank you.
dem. Ich heb den Kopf an. Ach du, da liegt der Schlauch drunter. Der liegt der Schlauch drunter. Scheiße, bleib ich. Warte, ich geh auf die Knie. Ach. Okay, ablegen, ablegen. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was noch ein Grund sein könnte, um bei der Jugendfeuerwehr mitzumachen. Schreibt unten rein. Ich kann sagen, ich habe Mini-Feuerwehr und Jugendfeuerwehr mitgemacht. Es war eine super klasse Zeit und jetzt fahre ich hier die großen Böcke. Also eigentlich selbsterklärend. Die Kameraden und Kameradinnen von der Jugendfeuerwehr hatten wirklich coole Übungen hier vorbereitet, hatten mega viel Spaß. Und die Kinder haben euch ja selbst erzählt, warum sie gern bei der Jugendfeuerwehr sind. Und auch das kann ich nur nochmal sagen. Wenn du noch nicht bei der Jugendfeuerwehr sein solltest oder du als Elternteil gerade zuschaust, dann komm zur Jugendfeuerwehr. Es macht super viel Spaß und später sitze dann vielleicht mal auf so einem Fahrzeug. Und wir können schon mal anteasern, das wird nicht das letzte Video zur Jugendfeuerwehr dieses Jahr gewesen sein. Demnächst ist wieder der BF-Tag bei uns hier bei der Feuerwehr. Da sind wir auch dabei und begleiten die Kameraden hier im Einsatz. So viel aber erstmal zu diesem Video hier in Mücke. Wenn ihr mal hier unten oder da unten, ich weiß es nicht, klickt, dann kommt ihr zum letzten BF-Tag, den wir durchgeführt haben. Da waren wir auch schon mal mit den Kindern der Jugendfeuerwehr hier im Einsatz.